Mülltrennstation. In diesen Palettenkonstruktionen drinne. Genau, dahinter haben wir noch eine glutenfreie Küche, die ist extra abgetrennt, weil da wirklich nur glutenfreies Material, Essen gekocht wird. Genau. Ja, das ist eigentlich so dieser Platz. Also hier findet gerade aktuell noch viel vom Leben statt. Und wir versuchen das aber auch ein bisschen nach oben zu verlegen, je nachdem, also in den Tower, mit dem Pidat, die der Bauverschritt. Die Sachen sind oben oder Teile? Teils. Also wir haben so ein paar Materialien halt oben, wo die Leute nicht so dran sollen. Ah, okay. Also Klettermaterialien oder so. Es ist doof, wenn das hier im Dreck rumliegt, deswegen haben wir das alles auf den Tower gebracht. Mhm. Vielleicht können wir da auch mal hingehen. Da müssen wir, glaube ich, nur auch noch mal Bescheid sagen, dass da gefilmt wird. Jetzt gerade so ein bisschen im Herzen der Besetzung. Wir haben hier drei Plattformen aufgehangen, schön auf dieser Lichtung und dem Tower. Die sind alle verbunden mit Traversen, das heißt, Menschen können sich auch zwischen den einzelnen Strukturen bewegen, können da hin und her klettern. Wir versuchen da gerade noch so ein bisschen was wohnlicher zu gestalten und wie gesagt, da ein paar Sachen zu lagern. Aber genau, aktuell sind schon alle Strukturen bewohnt. Da sind Menschen drin, schlafen da und machen sich ganz gemütlich. Vielleicht auch noch wichtig zu sagen, dass wir beim Klettern natürlich immer auf höchste Sicherheit auch achten. Also wir haben sehr viele sehr erfahrene Klettermenschen hier und hatten am letzten Wochenende und auch schon vor der Besetzung mehrtägige Kletterworkshops, Kletter-Skillshares, wo Menschen, die das eben auch teilweise professionell unterrichten oder weitergeben, uns das Wissen weitergegeben haben. Und da achten wir natürlich auch bei den Klettermaterialien und bei den Seilen bzw. Traversen drauf, dass die in einem guten Zustand sind. Es sind immer Menschen da, die tendenziell in der Lage sind, Menschen auch zu retten. Also wenn Personen mal irgendwie auf der Mitte des Seils hängen bleiben und sagen, okay, ich kann nicht mehr, gibt es Personen, die da hinkommen und die runterholen können. Da oben sieht man es ganz gut. Wir achten natürlich auch darauf, dass unsere Strukturen die Bäume nicht zerstören. Deswegen haben wir immer so einen leichten Abstand zwischen Struktur und Baum. Das sind diese kleinen Holzlatten, damit das Wasser weiterhin die Rinde entlang fließen kann. Das nennt sich Baumschoner. Genau. Und wir gucken natürlich, dass das möglichst stabil hängt. Und bis jetzt haben wir da auch gar keine Probleme gemacht, weil wir wirklich viele erfahrene Menschen haben, die genau sowas errichten können und da auch auf die Sicherheit achten. Genau, und wie gesagt, ein Baumpfleger auch in der eigenen Gruppe, der da auch immer aus professioneller Sicht drüber guckt. Genau. Ja, vielleicht noch mal kurz ein paar Worte zu dem Tower. Der hat insbesondere den Vorteil gegenüber den Plattformen hier, dass er über Leitern zugänglich ist, dass also auch Menschen da hoch können, die nicht in der Lage sind mit Gurten zu klettern. Das geht ohne zusätzliche Sicherheit. Das sind immer Steps von überhaupt 3 Metern. Stockwerk für Stockwerk kann man da relativ easy hoch. Der Plan ist es auch noch, eine Zugänglichkeit zu schaffen für Menschen im Rollstuhl. Das ist gerade noch so ein bisschen in der Planungsphase, würde ich sagen. Aber ja, da versuchen wir auch an der Stelle irgendwie möglichst niederschwellig Menschen in diese Besetzung zugänglich zu machen. Inklusiv, genau. Wir hatten auch schon sogar mehrere Rollifahrer hier in der Besetzung. Genau. Und die sind tatsächlich auch hier reingekommen. Und deshalb haben wir auch vorne nochmal so die Platten hingelegt, dass sie übers Loch drüber kommen, sozusagen. Genau. Über den Graben. Ja, und sonst kommen wir gerne, wenn ihr das wollt, auch auf diesen Tower steigen und von oben nochmal filmen. Und hier ist so ein bisschen eine Werkbank, hier ist noch Klettermaterial, das auch ausgeliehen werden kann, dass auch Menschen, die vielleicht jetzt noch nicht ihr eigenes Zeug haben oder ein bisschen Erfahrung sammeln wollen, dass sie auch ein bisschen lernen können. Genau, was besonders cool ist, das Ganze hier ist eigentlich auch nur deshalb möglich, weil uns auch viele Menschen einfach Materialspenden vorbeibringen und das ist für uns super cool und sehr wichtig, weil das erstens irgendwie eine Interessensbekundung ist und wir das Zeug einfach brauchen, um das alles hier auf die Beine zu stellen. Wirklich. Na,
genau, und auch das Baumaterial, also das ist vielleicht auch noch wichtiger Punkt zu sagen, Baumaterial als auch das Essen zum Beispiel sind, genau, sind oft Sachen, die einfach, ja, die wiederverwertet werden, also die, also das, beim Essen nehmen wir oft Foodsharing-Essen und hier, das sieht man ja so Paletten, die sozusagen eh nicht mehr gebraucht werden. Es gibt auch Firmen, heute Nachmittag gehen wir auch Holz abholen bei einer Firma, die hat da so einen Abfallcontainer sozusagen und dann bedienen wir uns an dem Abfallcontainer. Also die freuen sich auch, wenn die es nicht weiter wegbringen müssen und genau, wir freuen uns auch. Und ich glaube auch die Spenden, die wir so von den Menschen bekommen, die hier vorbeikommen oder die hier vorbeikommen und dann feststellen, ich habe da noch was im Keller, das hat alle unsere Erwartungen übertroffen. Mhm. Leute kommen und sagen, ja, ich habe hier einen Sprinter vollgepackt mit XY und das könnt ihr alles haben und dann sind wir hier und sind so. Wow, heute danke. Heute Morgen haben wir ein Lastenrad geschenkt bekommen. Ja, das ist schön, ja. Oder auch Menschen, die zu Hause einfach mal kochen. Die sagen, ja, nee, für 30, 40, 50 Leute stelle ich mich mal einen Tag in die Küche, mache euch ein richtig geiles Essen und kommen dann einfach mit fertigen Töpfen und sagen, hier, isst. Super, das ist echt Leute, richtig die schön. Zum ersten Mal vegan kochen, das dann irgendwie ausprobieren, auch super. Ja. Von wo kommen die dann angereist? Aus Köln-Gegendregion? Ja, aus dem aber, ja, schon, ja, aber schon noch ganz Köln zumindest auch. Ne? Also es sind jetzt nicht nur Menschen aus Gremberg oder Kalk, sondern wirklich ganz Köln. Leute, die dann so einen Tag eine Fahrradtour machen, vorher kochen, Zeug vorbeibringen, hier ein bisschen noch sitzen, dann natürlich auch wieder den Ort sehen wollen und dann auch wieder fahren. Aber ja, das macht das irgendwie auch zu einem spannenden Lernort für ganz verschiedene Bereiche, zu so einem schönen Vernetzungsort auch einfach. Mhm. Und was natürlich, ne, wie es auch in vielen anderen Waldbesetzungen ist, ist das, also versuchen wir ja auch als Gemeinschaft, die hier lebt, so ja, Werte, vielleicht manche Werte anders zu leben als in der, ja, in der Mehrheitsgesellschaft oder in der kapitalistischen Gesellschaft, einfach mal so. Und genau, ich glaube, also bisher gelingt es uns ganz gut auf jeden Fall. Es gibt natürlich immer wieder auch Konflikte und wird es bestimmt auch immer geben, aber die versuchen wir halt auch ganz gut gemeinschaftlich so zu besprechen und zu klären. Die BesitzerInnen kommen auch hier aus der Region oder ist das auch unterschiedlich? Das ist unterschiedlich. Also es sind viele einfach auch AnwohnerInnen oder Menschen, die in der Nähe wohnen oder zumindest in Köln wohnen, aber auch teilweise international und von weiter innerhalb Deutschlands angereist. Also es ist wirklich, das lässt sich nicht gut sagen. Also es sind nicht auf gar keinen Fall nur KölnerInnen, sondern auch aus unterschiedlichen Ländern. Ja, also ich glaube dadurch, dass wir am Anfang quasi zu dem Waldfest vor anderthalb Wochen medial das publik gemacht haben, haben ganz viele Menschen auch aus anderen Besetzungen teilweise davon mitbekommen und sind hierher gekommen, sind eine Weile hier, sind auch dauerhaft hier, je nachdem, wie sie Lust haben und helfen hier mit, sind Teil davon und da freuen wir uns ganz besonders. Außerdem, was ich ganz wunderbar finde, wir waren ganz frisch hier und plötzlich kam ein ganzes Rudel Hunde hier reingelaufen. Also was machen denn die Hunde hier? Plötzlich war hier so eine Hundeschule, die gesagt haben, ja, wir sind immer schon hier, aber wir lassen uns auch nicht dadurch stören. Wir sind einfach hier. Und die kommen weiterhin, sind einfach irgendwie jeden zweiten Tag mal da, machen ihre Hundeschule und sind ganz happy. Und wir laufen so, wir leben so in Koexistenz. Und das finde ich ein ganz tolles Gefühl, dass sich Leute davon nicht abgeschreckt fühlen, sondern herkommen. Gestern waren zwei Kita-Gruppen da, die einfach mit den Kids hier im Wald waren, sich alles angeguckt haben, ein bisschen gewippt, ein bisschen geschaukelt, ein bisschen geguckt, was sind Baumhäuser und sind dann wieder gegangen. So was finde ich ganz fabelhaft, weil ich glaube, wir wollen auf keinen Fall irgendwie Menschen hier verschrecken oder als die bösen XY hier dargestellt werden, sondern wir sind einfach ganz normale Menschen. Wir freuen uns, wenn Menschen hierher kommen und Teil dieses Protestes sein wollen. Genau. Ja, und das mit der Hundeschule zeigt halt auch, dass auch dieser Ort hier einfach vorher schon genutzt wurde und dass es halt auch Menschen gibt, so, die einfach schon bestanden. Also natürlich ist das ein anderes Ausmaß jetzt, aber die bestanden auch vorher schon und wurden vorher schon von Menschen benutzt. Ja, tatsächlich sehr viele Anwohnende, die hier vorbeikommen. Also der Wald wird ja auch sehr viel genutzt, ne? von den anliegenden Stadtteilen, die ja teilweise, muss man auch sagen, wo Menschen teilweise prekär leben, auf wenig Wohnraum. Und das wird sehr viel genutzt eben auch als Naherholungsgebiet. Mhm. Und da kommen SpaziergängerInnen vorbei. Und manche sehen das zum ersten Mal. Und dieses Banner hier, das sieht man vom Weg aus sehr gut. Mhm. Das war das erste Banner, das auch hing. Und die sehen das und dann denken die, oh, interessant, ja. Wir wussten das vorher vielleicht auch gar nicht, ne? Diese ganzen Ausbaupläne. Und kommen dann her, informieren sich und testen sich mal dazu. Genau. Ganz schön. Also, genauso wie es sein soll. Ne? Eigentlich geht es bisher so alles ganz gut auf. Ja. Alles gesagt, würde ich sagen.